So, und damit herzlich willkommen zurück bei der nächsten Folge Oblivion. Wir gehen mal wieder zu Sheva und gucken, was wir für einen Auftrag kriegen. Ach, Assassine, ich muss mit euch reden. Es ist sehr dringend. Soeben wurde von einem Boten der dunklen Bruderschaft ein versiegelter Brief überbracht. Ich kenne diese Art von Päckchen. Es enthält versiegelte Befehle. Es ist an euch adressiert. Von Lucienne Lachance. Ihr Okay. müsst diese versiegelten Befehle unverzüglich öffnen und die Anweisungen genauestens befolgen. Wie es scheint, hat die Schwarze Hand höchstpersönlich eine Aufgabe für euch. Okay. Na dann gucken wir doch mal. Befehle von Lucien Lachance. Ruhigsteller, ihr habt der dunklen Bruderschaft in der kurzen Zeit, die ihr bei uns seid, gute Dienste geleistet. Tatsächlich ist die Geschwindigkeit eures Vorankommens bemerkenswert gewesen. Nun benötigt die Schwarze Hand selbst euer Können. Ihr müsst euch in aller Eile zu meiner privaten Zuflucht in den Ruinen der Festung Faragut aufmachen, die im Wald nordöstlich des Chardinal-Heiligtums liegt. Nach eurer Ankunft werden wir über das Wesen eures Sonderauftrags reden. Ich kann die Bedeutung eurer raschen Ankunft in der Festung Faragut gar nicht stark genug betonen. Es sind unsichtbare Mächte am Werk, um das Gefüge der dunklen Bruderschaft zu zerstören, okay? Die Schwarze Hand verlässt sich auf euch, um diese Katastrophe zu verhindern. Teilt den Inhalt dieser Nachricht niemandem im Chardinal-Heiligtum mit, auch nicht Osheva, und erwähnt eure Reise zur Festung Faragut mit keinem Wort. Lasst euch außerdem warnen, meine Zuflucht innerhalb der Festung Faragut wird bewacht von Wesen, die jeden Eindringling auf der Stelle angreifen. Kommt an diesen halb verwesten Wächtern vorbei und ihr habt euch gewiss das Recht verdient, mein privates Heiligtum zu besuchen, Lucien Lachance. Interessant. Also er vermutet, dass einer hier nicht mitspielt. Anscheinend hat er eine besondere Aufgabe für mich. Seid gegrüßt, Bruder. Geht nun, geschätztes Familienmitglied. So, wo ist denn eigentlich schon mein Kumpel? Ach, hier ist er. Okay. Das ist sie. Aber wo ist denn hier mein Kumpel? Den will ich noch mal besuchen. Alter, wehe, der stirbt irgendwie. Das werde ich nicht akzeptieren, wenn der stirbt. Mach die Quest nicht weiter. Nee, Spaß, aber. Das Gokon. Nee. Wieso leuchtest du beim Schlafen? Hä, wo ist denn der? Ist denn mein Kumpel? Sonst stand er doch mal hier unten. Jetzt auch nicht mehr. Ich kann nur auf dem Steinbett rennen. Wow, der ist ja richtig gut versteckt. Na gut, vielleicht vermutet man ihn deswegen dort auch nicht. Okay, ziehen wir mal die normale Ausrüstung an. Zack, zack. Und das ab, das ab, das ran. Und das ran. Müsste alles sein. Gut. Sieht's denn eigentlich nochmal mit unseren Leveln aus? Wie war das nochmal? Glocken 89, schwere Rüstung 99. Ah, das wäre okay. Wir hatten ja endlich hier unseren Super-Mega-Zauber. Okay, da oben in der Festung ist Lucien Alsche. Oh, ich sollte die Schwierigkeit wieder hochstellen. Das habe ich nur für die Quest eigentlich gemacht.
So, dosierter Schaden. Und da haben wir auch noch zwei Sachen, die wir aufdecken können. Ich glaube, das mache ich dann sogar mal danach. Aber erstmal gucken wir, was er uns zu sagen hat hier. Okay, er hat hier auf jeden Fall Untote. Ein dunkler Wächter. Okay. Heilige Scheiße! Hält er aus! Bitte was? Okay, krass. Ekelhaft, was ist das? Hey! Hat irgendwie noch eine Falle ausgelöst. Aber Alter, was halten die denn aus? Ja, natürlich, klar. Da haben sie wieder 1000 Pfeile hier einstecken, ey. Das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Ah, wo bist du denn, Lucy? Du bist nicht Lucy. Oder hast du abgenommen? Ah! Lass dich. Warte mal, ich muss erstmal Pilze sammeln. So. Wow, das sind ja wenigstens mal starke Skelette hier, ey. Nein! Ich bin hingefallen. Könnt ihr mir bitte aufhelfen? Hey! Der hat mich gelähmt. Ja. Die Drecksau! Keine Chance trotzdem, die machen zu wenig Schaden. Tanke ich einfach weg. Okay, also haben die sogar 100 im Schwertkampf, aber es bringt halt einfach nichts, weil die sowieso nur mit Glaswaffen rumrennen. Die machen nicht genug Schaden damit. Sogar Detra-Schild hier, ey. Okay, die haben auch echt gute Ausrüstung. An sich jetzt. Ebenholz, Elfenzeug, Glaswaffen jetzt nicht unbedingt der besten, aber ist okay. Wie hoch ist denn eigentlich unsere Zerstörung? 64 schon. Nice. Können wir ja bald wieder einen neuen Dings machen. Ah, guck mal hier. Ich bin angekommen. Hallo, Herr Lachance. Wir haben euch erwartet, Assassine. Wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen, aber ich habe eure Erfolge in der dunklen Bruderschaft genau verfolgt. Daher habe ich euch rufen lassen. Ich fürchte, wir haben eine etwas heikle Angelegenheit. Die Zeit ist gekommen, eure Fertigkeiten und eure Treue zu Sithis unter Beweis zu stellen. Die Schwarze Hand hat erfahren, dass ein Spion in die dunkle Bruderschaft eingeschleust wurde. Wir wissen noch nicht, für wen er tätig ist, und was er zu bezwecken versucht. Wir wissen jedoch, dass eine Verbindung zwischen dem Verräter und der Zuflucht in Chatinal besteht. Der Verräter hat diesen Ort auf irreparable Weise befleckt. Der Verräter treibt schon länger sein Unwesen, schon bevor ihr der Bruderschaft beigetreten seid. Ihr seid daher über jeglichen Verdacht erhaben. Ah, ich wollte gerade sagen. Ja, nee, ich werde dich nicht in alle Ewigkeit dienen. Oh, aber das tue ich. Ihr wurdet von der Schwarzen Hand auserwählt, den alten Ritus der Reinigung durchzuführen. Jeder in der Zuflucht muss sterben. Oh nein! Ihr müsst gegen einen der Glaubenssätze verstoßen, die zu halten ihr geschworen habt. Ich weiß, dies kommt unerwartet, aber ein solch drastischer Schritt ist nun notwendig. Oceva, Vicente Valtieri, Antoinetta Marie, Gogron Grobolmog, Telendriel,
Raj, Da und Teinawa. All diese Mitglieder der Familie müssen sterben. Ab sofort seid ihr nicht mehr durch die 5 Gebote gebunden. Sitis wird jeden Mord und jeden Diebstahl vergeben, solange ihr nur der schwarzen Hand dient. Wenn der Ritus der Reinigung abgeschlossen ist, dann kehrt zu mir hier in Festung Farago zurück und wir werden über eure Zukunft sprechen. Boah, ist das mies. Empfangt nun diese speziellen Geschenke. Sie werden euch eine große Hilfe sein. Zunächst hätten wir da einen vergifteten Apfel, dann eine einzigartige Rolle mit einem Beschwörungszauber. Viel Glück, Ruhigsteller. Okay. Beeilt euch! Diese Zuflucht muss gereinigt werden, wenn dieser Verrat rückgängig gemacht werden soll. Ob ich das mitnehmen? Oh! Naja, gut. Wir sind jetzt Level 100. Im Schloss knacken. Das heißt, auch das geht nicht mehr höher. Menschliches Herz. Alter, was? Was machst du hier wieder für Rituale? Ja, vergifteter Apfel. Das wusste ich gar nicht mehr, dass man dann auch die Leute alle umbringen muss, ey. Boah, ist das mies. Weil Osheva mag ich tatsächlich. Den Kashid mag ich auch. Okay, gehen wir hier wieder raus. Aha! Alter, gut versteckt hier oben. Ja, geil. Okay, nice. Okay. Anstelle rauszufinden, wer der Verräter ist. Das wird es so viel einfacher machen, um vielleicht noch an Informationen zu kommen. Es füllt mein Herz mit Freude, euch wiederzusehen, Bruder. Irgendwie würde ich ihn von denen vermuten. Ihr habt also Lucien Lachance gesehen. Gut, gut. Ich weiß, dass ihr jeden Auftrag geschickt und unbehelligt erledigen werdet. Was Lucien Lachance sagt, ist Gesetz. Wenn er euch einen Auftrag erteilt hat, so muss dieser ausgeführt werden. Dies ist nicht die einzige Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Geht nun, geschätztes Familienmitglied, und möge die Mutter der Nacht euch unter ihre kalten, liebevollen Fittiche nehmen. Ob ich rausfinden kann, wer der Spion ist? Also ich muss eh alle töten, das ist einfach die Quest, aber ob man das rausfinden kann. Aber gewiss, was bereitet euch Sorgen? Da ist er doch! Ich hoffe, ich kann... Vergießt etwas Blut für mich, lieber Bruder. Ach, hier seid ihr. Es ist schön, euch wiederzusehen. Nein, das ist wirklich mein Ernst. Mann, ich will dich nicht umbringen. Ach, hier seid ihr. Also, ich habe nachgedacht und... Nun ja, ich möchte eigentlich nur sagen, dass es mir leid tut, wie ich euch in der Vergangenheit behandelt habe. Ich meine, seht euch doch einmal an. Was ihr geleistet habt. Ihr habt euch offensichtlich als wertvolles Mitglied dieser Zuflucht erwiesen. Fangen wir noch einmal von vorne an, ja? Ich weiß, dass wir beide von nun an gute Freunde sein werden. Also, möchtet ihr etwas kaufen oder verkaufen? Du hast mir vorher aber besser gefallen. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Ganz ehrlich, wenn ich den jetzt umbringe, sind auch diese Sachen ja weg. Das heißt, ich kaufe die jetzt definitiv von ihm mal ab. Auf bald, mein lieber Freund. Toll, du hast mir vorher aber mehr gefallen. Muss ich einfach mal sagen. Hey, das ist ja mein neuer Freund. Also, was kann ich für euch tun? Braucht ihr irgendetwas? Oder möchtet ihr vielleicht etwas loswerden? Was immer ihr wollt. Du bist ja die kleine Sackratte, ey. Das gibt's ja gar nicht. Erst wenn man aufgestiegen ist, dann hat er Respekt vor dir. Kommen wir zum Geschäft. Ist ja okay. So, und zwar, dann nehme ich den hier auf jeden Fall mit. Und hier... Günstiger bekommt ihr es nirgends. Auge von Sitis. Hä? Gift der Lähmung nehmen wir mal mit.
Und hier noch ein paar vergiftete Äpfel. Es war mir eine Freude, mit euch Handel zu treiben. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Was darf ich euch anbieten? Das ist nur irgendwas schwarzer Winter. Die Jagd. Nee. Oh, ein Geheimauftrag? Hey, ihr könnt eurem alten Freund Mraj Dar doch einen Wink geben. Wen sollt ihr umbringen? Jemanden, den ich kenne? Oh. Ah, nee, okay, er hat nichts weiter dazu zu sagen. Auf bald, mein lieber Freund. Über die Strafe! Das hat mir mehr gefallen, Mann. Geschenk von der Mutter der Nacht persönlich. War mir ein Vergnügen mit... Vergießt aber etwas muss ich die jetzt nicht. Auch irgendwie alle heimlich killen oder was? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss einfach noch gegen die kämpfen. Na gut. Müssen wir ja machen. Dann los. Willkommen, mein Bruder. Doch, der Ratte muss ich umbringen. Ich weiß, was ihr denkt. Go, Gott. Ich könnte mir halt vorstellen, er oder so. Sitissa, rette mich. Die anderen juckt das gar nicht. Hallo, mein Bruder. Die juckt das einfach gar nicht. Alter, was? Kriegsaxt der Verdammnis. Alter, was? Oh, hier! Feder 105 Punkte, ey. Alter, der hat schon krasses Zeug hier. Warte mal, wie viel Feder war nochmal? So ein Siegelstein von mir? Da war doch auch irgendwas mit 100, ne? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Nehmen hier natürlich noch alles mit. Boah, mir tut das trotzdem irgendwie gerade leid. Mann. Die meisten hier mag ich trotzdem. Alter. Was ist hier los? Hä? Übelst viele Zutaten hier drin. Hä? Wie geil. Ja auch. Nö, nee, aber... Schwarze Pfeil, Band 2. Den hat man aber, glaube ich, auch schon mal gefunden, ne? Nö. Nee. Ja, schütze nochmal hoch. Ja, geil. Alles abgeschlossen, ja, aber ich finde es jetzt scheinbar wertvolle Sachen. Der hat ja gesagt, jeder Diebstahl ist jetzt okay. Na dann. Ah, nee, ich will das nicht machen. Bleib da weg! Die fünf Gebote. Ihr habt also Lucien Lachance gesehen. Oh. Geht nun geschätzt. Ich habe ja schon mit Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. Ja, natürlich. Ich wärme mich gerade erst auf, du erbärmlicher Wurm. Du musst dich selber umbringen, ich kann dich nicht töten. Helen Oshewas Notiz. Okay, ich glaube, Telentrier ist es auch nicht.
Wenn ich so gerade diesen Text lese und du liegst sehr komisch da. Kurzschwert des Windows? Naja. Jetzt zu ihm. Mutter der Nacht, ich erflehe deine Gnade. Ja, ich muss ihn ja umbringen. Gut, eine Halskette. Na gut, mit dir hatte ich jetzt nicht. Ich weiß, hey! Gerade erst auf. Okay. Nur noch er ist übrig. Du musst dich leider selber umbringen. Tut mir leid. Ja, auf dich zahlen. Guck mal, wie er sogar noch grinst. Ja, komm. Mutter der Nacht, ich erflehe deine Gnade. Oh, man kriegt nicht so wirklich einen Hinweis, wer es ist. Die Reinigung ist jetzt verendet. Jedes Mitglied der dunklen Brutschaft in der Chadina-Zuflucht wurde getötet. Ich muss mich jetzt wieder auf dem Weg zu Lucille nach Schanz machen. Übel riechende Affe! das hier wollte ich eigentlich nicht. Gut, nehmen wir doch gleich wieder einen Hintereingang. Ich spreche für die Mutter der Nacht. Das Ritual der Reinigung ist abgeschlossen. Gute Arbeit. Sithis wurde besänftigt und der Zeitpunkt ist gekommen, an dem ihr für eure standhafte Treue belohnt werdet. Die Schwarze Hand ist mit euren Fortschritten sehr zufrieden. Euch werden Geheimnisse offenbart werden, von deren Existenz nur wenige in der dunklen Bruderschaft wissen. Eure Zeit in der Zuflucht ist vorüber. Diese Aufträge liegen hinter euch. Ab jetzt dient ihr der Schwarzen Hand. Ihr werdet mir dienen. Von nun an werdet ihr im Dunkeln wandeln und als mein Ruhigsteller tätig sein. Ihr werdet nur Aufträge von mir annehmen. Euer neues Leben hat begonnen. Aber... Oh, heil dir, Sithis, heil der Lehrer. Nee, nee. Aber was muss ich denn jetzt tun? Ich sag einfach nichts dazu. Hört mir gut zu, Kind. Ihr werdet nun keine direkten Befehle mehr erhalten. Stattdessen werdet ihr Übergabepunkte aufsuchen, die sich in ganz Cyrodiil befinden. Euren nächsten Auftrag findet ihr am Übergabepunkt am Heldenhügel, südöstlich von hier. Eine Vertiefung im moosigen Gestein enthält alles, was ihr wissen müsst. Nachdem ihr diesen Ort verlasst, werden wir uns nicht mehr sprechen, es sei denn, ich halte es für erforderlich. Ach ja, noch etwas. Ich habe ein besonderes Geschenk für euch. Dort draußen wartet ein großartiges Reittier auf euch, Schattenstute. Sie hat mir gut gedient. Nun übergebe ich sie euch, als Zeichen meines Vertrauens und meiner Zuneigung. Geht jetzt. Möge Sithis euch auf diesem neuen Abschnitt eures finsteren Lebensweges leiten. Oh, okay. Die Schwarze Hand ist der Regierungsrat der Dunklen Bruderschaft. Die Hand besteht aus 4 Sprechern, dies wisst ihr bereits. Aber nicht all unsere Familienmitglieder wissen, dass die Schwarze Hand einige zusätzliche Kräfte beschäftigt. Hat nicht jede Hand Finger? Und hat nicht jeder Finger einen Fingernagel? Eine Klaue? Eine Kralle? Jeder Finger der Hand, jeder Sprecher hat einen solchen Nagel. Dies sind die Ruhigsteller. Jeder Sprecher hat einen eigenen privaten Assassinen,
der die Reichweite des Sprechers erweitert und bei Bedarf zuschlägt. Mein letzter Ruhigsteller starb bei der Ausübung seines Amtes. Diese leere Stelle nehmt ihr nun ein. Es ist eine Ehre ohne Gleichen. Okay. Geht nun, Kind von Sethis. Tretet in den Schatten der Furcht und bringt Ruhm über unseren fürchterlichen Vater. Ja, mal gucken. Heil dir, Sethis, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ah, gut, okay. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Gucken wir mal ganz kurz. Wir müssen sowieso irgendwie in die Richtung, dann kann man ja auch hier nochmal ein bisschen was aufdecken. So, das ist jetzt unser Pferd. Alles klar. Ach ja, die Steuerung von Pferden hier in Oblivion war so bescheuert. Jetzt gehen wir mal reiten, aber die Steuerung ist leider so scheiße. So, gucken wir uns die Mine hier mal an. Ach, Schattenstute greift auch mal an, stimmt. Das Pferd flüchtet ja nicht, sondern das greift auch mal an. Das ist so der Unterschied zwischen normalen Pferden und Schattenstute. Aber auf jeden Fall cooles Pferd, ey. Ist trotzdem auch wieder einmalig. So, du bleibst mal hier, Schattenstute. So ein gutes Pferd. Überleg auch hier vorne. Den Schädel hier vorne drauf. Als Zahnzeug. Wie viel Platz haben wir denn eigentlich noch? Nicht mehr viel, ne? 100 noch. Naja, sollte für die Mine reichen, hoffentlich. Es sei denn, hier sind Banditen drin. Bitte keine Banditen. Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben. Nein! Und ne. Ich wurde mit einem Schuss getötet, seht ihr's? Direkt durchs Herz. Hä? So schieße ich auch mal meinen Bogen ab. Komm mal da weg. Ei! Komm mal da weg. Ich muss leider Schnellreise machen. Echt jetzt? Kommt mal ran hier. Ja, Nervholz. Euer Schlimmstes. Ja, mach ich grad. Ihr bewegt euch wie eine schwangere Kuh. Okay. Wo seid ihr? Was ist los? Fängt das Baby jetzt an zu heulen? Die Sprüche von denen, ey. Ach, Mann. Ist euch klar, dass ich mich bisher zurückgehalten habe? Ja, ja, bestimmt. Glaub ich dir aufs Wort. Stürzt euch in mein Schwert. Das ist kein Schwert. So, ich nehme auch noch so viel wie möglich jetzt mit. Jetzt gleich mal verkaufen. Was? Nein, das will ich nicht mitnehmen. Das lassen wir gleich mal hier. Hier. Nitradolch. Ja, Platz. Das ist vorbei. Dann. Genau. Alter, der ihre Pulse war gerade. Oh, ist schon so lange her. Alter. So, weiter geht's. Das war so schlimm, ey. Ja, komm. Erst verkaufen gehen. Hallo, Melone. War mir ein... Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? So, einmal das.
das hier? Die Dinger weg. So. Das ist mehr. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Ja, finde ich auch. Kommt wieder. Nee. Lebt wohl. Nee. Hallo. Hallo, Längle. Ich bin der Ruhigsteller der Bruderschaft, aber ich glaube nicht, dass ich dich töten muss. Mal wieder hier schön Alkohol ablegen. Lecker, lecker, lecker. So, hier nochmal fix durch. Jo, ein Löwenpilz. Pack mal den seine komische Medizin auch hier rein. Hier, zack. Sonst nur irgendwas? Das kann ich nicht ablegen. Gehen wir direkt mal nach unten. Dann Pfeile ablegen. Haben wir ja wieder einige jetzt gesammelt. Die Rose von Sethys haben wir auch immer noch. Der einmalige Pfeil. Den wollte ich auch nicht verwenden. Warte mal, wie sieht denn der aus? Mal kurz gucken. Rose von Sethys. Alter. Sieht schon cool aus. So, alle bitte mal kurz wegschalten. Ich muss gerade husten. Mann, Alter. Habt ihr das gemerkt, ey, wie ich gerade husten musste? Boah, schlimm, ey. Wieso hab ich denn den Pfeil? Hä? Was ist denn jetzt los? Nein, es geht nicht mehr. Verdammt. Entschuldigung, ich muss das einfach machen. Ich wollte den Pfeil ein paar Mal haben. Alter, ich kleider Trickser. Das gibt's gar nicht, ey. Das Höllenfeuer, den hier packen wir hier mal mit rein. Dann, warte. Jetzt kann man ja gleich noch mal gucken. Da haben wir nichts weiter. Wie das nochmal war mit den Siegelstein hier. Wie viel Feder hatten die? 125, nee, die waren besser. Okay, alles klar. So, warte mal. Ein paar Ringe können wir noch ablegen. Zutaten natürlich wieder. Hier, Basisring der Natter. Die Schattendinger lassen wir mal noch. Oh! Nein, ich habe eine Schriftrolle verschwendet. Nein. Das ist jetzt die Strafe dafür. Ich hatte gedacht, ich hatte meinen Zauber ausgerüstet. Natürlich falsch gedacht. Ich Vollidiot, ey. So, Apfel, Birne. Mal vergifteter Apfel. Ne, halt, die kommen oben rein. Wildstämmeln kommen hier rein. Lecker, lecker, lecker. Also tatsächlich so Milchbrötchen oder so mag ich auch, ey. Ein kleines bisschen Butter drauf. Lecker, lecker. Ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Einfach nur, weil die auch so weich sind. Das sind halt nicht so richtig Brötchen oder so.
Aber ich mag sie, tatsächlich. Allgemein mag ich es auch, wenn ich so relativ viel süßlichen Aufstrich und sowas aufs Brot und sowas. Marmelade, Nutella. Das ist so meins. So, dann auf jeden Fall auch Schlüssel und sowas ablegen. Hab schon wieder so viel einstecken. Des Betrügers Pracht. Also, an sich brauchst du jetzt nicht unbedingt, aber die Werte sind schon ziemlich hoch. 18 Punkte ist schon echt eine Hausnummer, ey. Und Chiyoko hat's Insignien auch hier rein. Dann Schlüssel mal hier rein. Okay, das haben wir. Hier noch. Okay. Glasdolch müssen wir noch verkaufen. Ich glaube, dann haben wir alles, ne? Oh, warte. Büch. Oh, jetzt war's das, glaube ich, wirklich. Okay. Ah, die Belohnungen, die man von der dunklen Bruderschaft findet oder kriegt, die finde ich bei weitem besser als bisher bei den anderen Gilden. Also gut, die Belohnung von der Magier-Gilde ist sozusagen, dass du hier Zutaten duplizieren kannst ohne Duplizierer-Glitch. Finde ich natürlich auch nice. Aber so bisher, die Belohnungen an sich von der dunklen Bruderschaft, die sind schon gut, ey. Guck mal wieder, können wir mal wieder irgendwas hier... Beating Heart. Das kann ich wahrscheinlich nicht duplizieren. Also zumindest nicht mit der Truhe. Reukwachs haben wir relativ wenig. Fenchelsamen haben wir immer noch nur 9. Komm, mach mal den mal. Ich glaube, weil wir den zu wenig haben. Dann... auch zur Uni. Machen wir das mal fix. Pferd befindet sich in einem Stall. Achso, jetzt reitet er immer mit dem Vieh. Na gut. Ja, ich hab Vieh gesagt. Weil in Oblivion sind die einfach nur nervig. In Skyrims sind Pferde okay, finde ich. Vor allen Dingen, weil die, ich glaube, in den ursprünglichen Versionen waren die so verbuggt, du konntest da fast jeden Berg irgendwie mit den Dingern hoch. Das war schon nicht lustig, ey. Wie OP die scheiß Viecher da waren. Das haben sie da aber dann, glaube ich, ein bisschen runtergesetzt. Und hier ist es, hier sind die einfach nur nervig. Die Steuerung ist richtig hackelig und, ah, nee. Deswegen nehme ich wirklich in die Pferde. Zudem du halt auch diesen Athletik-Skill halt hast, den du hier hoch machen musst. Damit deine Figur halt allgemein schneller rennt, beziehungsweise der Ausdauerverlust runtergeht. Beim Rennen oder Laufen. So. Adventure-Samen, vielen Dank. Dann gehen wir nochmal zur verfallenen Mine und gucken uns dort um. Und da ist Schattenstudio wieder. Was? Zu den Waffen! Zu den Waffen! Hä? Hatte die nicht gerade ein Schild in der Hand und hat das fallen lassen oder irgendwie? Das sah gerade so komisch aus, irgendwie die Grafik. Zeig mir das. Dein Kopf gehört mir, du elender Nord. Den wegst deine Lippen nicht mal dabei. Ja, Blocken verbessert. Jetzt haben wir das auch bald auf dem Maximum. Ein Level noch. Wie viel fehlt denn dann noch zum Level up? Ich guck da mal ganz kurz. Ja, ist schon noch einiges. Wir können dann kein richtiges Level up mehr machen. Das ist halt echt schade. 2 Level können wir ja noch machen, also 2 Skills noch leveln. Hallo? Ist jemand? Ich bin's. Ich die Pech, die das Brot.
Ich bin wieder da. Ratte hat sogar ein Silbermesser. Oh, bewaffnet. Gut, dass sie die getötet haben. Die hätte ich bestimmt verloren. Eure Anwesenheit wird hier nicht geduldet. Ach ja, natürlich. Ihr werdet mich nie besiegen. Nein, ich werde sie nie besiegen. In keinem Universum kannst du mich auch nur irgendwie töten. Durch den riesen Schadenreflex. Egal, was du machst. Alter, das ist so dumm, ey. Oh, was ist los? Fängt das Baby jetzt an zu heulen? Ja. Hey. Eis gegen den Nord. Oh. Gute Idee. Vor allen Dingen den Nord, der 90% Magiewiderstand und 50% Frostwiderstand hat. Da kommen von deinen 20 Schaden nicht mal einen Punkt durch. Oder wahrscheinlich genau einen Punkt. Warte mal, 90% sind 2. Ja, einen Schadenspunkt kommt davon durch. Von ihren 20 Eisschaden. Ach du böses Hundi. Böses Hundi. Wurde es falsch erzogen. Toll. Bin ich jetzt hier echt runter wegen dem Hund oder was? Ist das gerade euer Ernst? Oder geht's hier noch irgendwo lang? Nein. Doch. Hier. Okay, ich dachte schon. Hier mal grinsen. Nicht angreifen. Okay, das dauert mir gerade zu lange. Dann nehmen wir mal alles mit. Stürzt euch in mein Schwert, solange ihr noch die Möglichkeit dazu habt. Okay. Ja. Ja, ich wollte gerade irgendwas sagen, aber sie haben einen leichten Hauch von Tod gerade. Junger Mann. So, was könnte denn hier passieren? Ich hab keine Ahnung. Echt jetzt? Die Falle funktioniert nicht mal! Ihr Idioten, ey! Nicht mal das könnt ihr! Unnütze Banditen hier! Ist doch gar nicht. Meine Mutter! Mua. Schwert, solange ihr noch die... Wir haben einfach so eine starke Persönlichkeit und Charisma, dass wenn die uns ein paar Mal schlagen, dass die dann einfach einschlafen. Dein Kopf gehört mir, du elender Nord. Da schießt das mal sein Kumpel ab. Wollt ihr nicht sterben? Ich zieh mir halt wirklich nichts ab. Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft. Die haben keine Chance gegen mich mehr. Ja, selbst wenn die mich mal so hinhauen. Dann kill ich sie sowieso noch selber. Ja. Es ist so gut, ey. Warte mal, wie viel zieht er mit einem Pfeil ab? Jetzt will ich mal gucken. Aufs Schild. Ein Schaden, wenn er mich ohne Schild trifft. Da sieht man halt wieder, in dem Punkt ist Pfeil und Bogen dann richtig gut. Pfeil und Bogen an sich ist echt ein Scheiß-Skill hier in Oblivion. Der ist echt nicht gut. Also es geht, aber dadurch, dass du halt hier Pfeile andauernd Gewicht haben und so weiter, macht das, glaube ich, kaum einer. Aber da sieht man den Vorteil von Pfeil und Bogen. Ich glaube, der Typ mit seinem scheiß Pfeil und Bogen macht mir mehr Schaden als jedes andere Vieh, was hier irgendwo existiert. Einfach nur, weil das durch die Schadensreduzierung geht vom Schaden reflektieren. Du kannst Bogenschaden nicht reflektieren. Egal. Pfui, diese Pilze hier, die sind schon wirklich widerlich.
Oh, hier ist Wandschuss. Ich absorbier dich mal. Nein. Oh nein. Oh, wie ärgerlich. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Was ist los? Werdet ihr müde? Ja, ich hab mich gerade hingelegt, aber ich bin wieder aufgestanden, weil ihr hier so einen Krach macht. Erstmal mitnehmen. Und jetzt halt um und verblutet. Na, oh, Mann. Was für ein schlechter Banditenanführer, ey. Hat gerade mal ein Mithril-Schild und nicht mal einen Helm. Schämlich. So, große Kiste. 551 Gold, aber nicht mal abgeschlossen. Wahnsinn. Man darf mal eine Kiste mitnehmen, ohne dass er abgeschlossen ist. Was ist denn hier los? Okay, dann wieder raus hier. Erstmal schön gut eingesackt zum Verkaufen. So, gefällt mir. Wir müssen nur noch 1 Million Gold machen. Und das ohne jemanden zu bestehlen, den sein Gold niemals weggeht. Okay. Dann zum nächsten. War doch, glaube ich, noch eine Eileiten-Ruine, ne? Jo. So. Was fährt? Ja, und ich kann halt nicht mal nebenbei irgendwas sammeln oder so, gar nichts. Das ist der Nachteil, wenn du mit dem Pferd unterwegs bist. Nein! Gutes Pferd. Nach Kämen. Okay. Wir kamen nicht, wir kämen. So, was ist denn hier wieder los? Ach, natürlich. Oh, jetzt weiß ich, hab ich gerade. Ja, es prallt jetzt noch. Den scheiß Heimer natürlich. Hey! Du machst dich schlimmer weg, mein Freund. Ah, der Falke war wieder unterwegs. So, dann, Moment. Krankheit heilen. Mal hier umschauen. Wo kommen die denn her? Hier kannst du ja nur überall rumspringen. Machen wir mal noch nicht, dann gehen wir wohl doch zu erinnern. Gut. Gut. Alter, die Heilung ist schon gut, ey. Junge, wie schnell das hochgeht. Und das hält auch noch so lange an. Bogen der Schädigung, okay. Schaden Lebensenergie. Würde mir, glaube ich, trotzdem keinen Schaden machen. Einfach nur durch den Magiewiderstand. Also nicht mal ein Punkt. Das ist so geil, ey. Das sind einfach so verdammt resistent gegen jede Art von Scheiße, ey. Also gegen. Gegen Bäh. Bäh. Oh, ekelhaft. Bäh. Ja, pfui. Bäh. Ja. Bäh. Ja. Bäh.
Bäh. Bäh. Ich heile mich sogar schneller, wenn ich den Zauber aktiviere, obwohl ich hier auf diesem Ding drauf stehe. Hey! Bäh. Bäh. Ah, es ist so schön. Verstärkung verbessert. Was? Oh nein! Die haben dauernd Astraldämpfe, ey, die Säcke. Ekelhafter. Free Devil, ey. So, dann, was haben wir denn hier? Naja, 677 Gold. Ist okay, aber nichts Besonderes. Ich höre hier irgendwo noch ein Skelett. Ach jo! Kommt ihr denn auf jeden Fall? Bonk. Na mal schauen. Schafft das zu mir oder fällt er vorher runter? Ich glaube, er schafft's. Na komm! Wie viel Schaden hat er schon gekriegt? Oh, schon ein bisschen was. Oh, der hat sogar noch eine magische Waffe. Können wir mal wieder unser Zeug reparieren. Das war, glaube ich, Schädigung. So, alles hoch reparieren. Das Mana-Schreiter. Okay. Jetzt hier einfach mal nach unten. Ha! Oh! Guck mal einer an. Das lassen wir mal, mein Freund. Oh. Ist hier noch irgendwas? Zeig mal kurz her. Da ist noch ein Weg, aber das sieht nicht so aus, als ob man da durchkommt. Vielleicht, wenn ich wirklich hier vorne runterspringe, macht man den irgendwie auf oder so. Ich guck mal. Irgendwie muss man hier ja wieder nach oben kommen. So, springen wir mal hier runter. Vielleicht. Ja. Digga, lass uns das. Alter, voll die Zombie-Armee hier. Natürlich Astraldämpfe. Ekelhaft.
werfen, ey. Ihr stinkt ja einfach nur alles voll. Die Reichweite ist wirklich so lächerlich, ey. Scheinbar nur Astraldämpfe irgendwie. Sonst kriege ich ja zumindest gerade nichts anderes. Ja, Fahrstuhl fahren. Die Ratte. Wie die da kommt. Komm mal, ich hab jetzt keinen Plan. Ja, richtig zu, komm. Ja, sehr schön. Hallo. Ah, die Ratte, die durch die Dimensionen wandert. Ich verstehe. Hallo. Und wieder. Die sich einfach mit Emil selber anhören, ey. Dass da so viel Schaden reflektiert wird von dem Schaden, den die ja fast gar nicht schauen, dass die sich trotzdem selber mit einem Hit selber killen, ey. Eieiei. So, hier noch schöne Welkensteine. Ja, hängt da erstmal ein bisschen ab. Was für schöne Krallen. Lecker, lecker, lecker. Guck's dir an. Oh, Fußnägel. Mh, erstmal kann rumsaugen. Oh, lecker. Oh, ey. Also, wenn ich den Körperteil am Menschen lasse, sind es wirklich Füße. Alle Füße sind einfach nur widerlich. Ah, jetzt sind wir hier. Alles klar. Am Ende. Lustig. Nice. Mal ein Kullerbär. Oh. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, wir beenden mal die Folge hier. Und in der nächsten Folge gehen wir mal dann in die Richtung hier zum Heldenhügel und gucken mal an, was uns dort erwartet. Irgendeine Quest ja scheinbar oder irgendeine Quest-Info. Na dann, sage ich schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!